Wenn ich an HIV denke, denke ich an? Stigmatisierung, an Ängste, an Tod. Unter anderem an einen Freund, der daran gestorben ist. Also ich denke an eine Geschlechtskrankheit und dass viele Menschen betroffen sind. Dass es jetzt inzwischen doch Hoffnung gibt, dass man diese Krankheit auch lange überleben kann. Frühere Zeiten. Liebe, Lust, Leidenschaft. Krankheit an Traurigkeit, aber auch an Spaß, an Bereicherung. An Freunde, die infiziert sind und an Menschen, die gestorben sind und an Menschen, die glücklich damit leben. An Medikamente. Wenn ich über HIV denke, es ist natürlich eine schlimme Krankheit, aber das Leben ist nicht beendet. Ich erkenne HIV an. An gar nichts. Ich wüsste nicht woran. An positiven Test. Tja, das kommt auf der Zeit drauf an, ne? Früher hat man HIV vielleicht erkannt, wenn die Leute ausgemergelte Gesichter haben. Heute erkennt man es ja nicht mehr. Eigentlich an nichts. Also ich finde, man sieht keinen Unterschied zwischen einem HIV-Erkrankten und einem gesunden Menschen. Also ich kann mich da noch an einen Film erinnern, Anfang der 90er, Philadelphia mit Tom Hanks. Da war der Schauspieler nachher mächtig schlank und das war, glaube ich, das Endstadium seiner Erkrankung. Aber wenn man nur HIV-positiv ist, das sieht man niemanden an. AIDS bedeutet? Schwerwiegende Krankheit. Eine chronische Krankheit. AIDS bedeutet weiterleben. AIDS ist ja damals ausgebrochen, wenn das Immunsystem zusammengebrochen ist. Das passiert ja heute dank Medikation fast gar nicht mehr. Ich habe ja auch mittlerweile gelernt, dass man damit auch leben kann. Und sehr gut sogar. Und es ist nicht mehr dieses ganz Horrorgebilde, das ist weg. Eine Herausforderung für die Forschung und für die Humanität. AIDS bedeutet? Acquired Immunodeficiency Syndrome. Erworbenes Immundefektsyndrom. Sehr viel persönliche Geschichte, sehr viele Verluste und seit einigen Jahren eine große Erleichterung. AIDS ist für mich ein Bild von einerseits einer solidarischen Gesellschaft, wo Menschen füreinander eingestanden sind, aber auch von einer Gesellschaft, die sich zeigt, was passiert, wenn sie aus Ängsten heraus andere diskriminieren, wo wir noch viele Aufgaben haben. Als der Basketballer Magic Johnson zum Beispiel offen über seine Krankheit sich geoutet hat und offen darüber gesprochen hat, ich finde, das war ein erster Weg zum Beispiel auch in den USA, dass da dann offener mit dem Thema umgegangen worden ist, dass die breite Öffentlichkeit einen erleichterten Zugang erhält, wenn Personen vorangehen. Von HIV sind Menschen betroffen, die sich bei anderen Menschen angesteckt haben. Jeder kann davon betroffen werden. Jeder kann betroffen sein. Menschen wie du und ich, normale Leute. Jede Person kann diese Virus betroffen. Jeder kann HIV haben und ob er es hat oder nicht, ist am Ende scheißegal. Wenn mein Partner positiv ist, dann spielt das für mich keine Rolle. Würde ich durch mein heutiges Wissen definitiv zu ihm stehen und ihnen unterstützend helfen. Dann gehen wir zusammen zum Arzt und klären die Lage. Das ist so bei mir faktisch und ich liebe meinen Partner. Wenn ich unter der Nachweisgrenze bin, dann fühle ich mich frei. Dann kann ich durchaus, wenn ich nur HIV habe und ein Gummi, tatsächlich Sex haben, warum nicht? Es ist nicht mehr ansteckbar in dem Moment. Wenn ich unter der Nachweisgrenze bin, bin ich nicht mehr infektiös. Dann bin ich nicht infektiös. Bin ich nicht infektiös und könnte mit meinem Partner ohne Kondom vögeln. Als ich mich das letzte Mal geoutet habe. Das war wunderbar. Die Leute haben sich gefreut. Habe ich Zurückweisung erfahren, aber damit konnte ich auch leben. Das mache ich seit fast 30 Jahren ununterbrochen. Das war eine 87-jährige Nachbarin, die überraschenderweise sagte, ach Frau Webers, das ist doch alles kein Problem heute mehr. Und da bin ich fast rückwärts hinten runtergefallen. Das fand ich so toll.